So, unser Frühstück an Tag 7 mit lecker Kurkuma-Nudeln, Haferflocken, Gulasch, Dörrgemüse, ein paar Gewürze, ein bisschen Ingwer. Ja, mit dem Dörrgemüse, da sind halt auch alles dran, Kräuter, Sellerie, alles, was so Suppengemüse ist, haben wir geschenkt gekriegt aus einer Freundin aus Waldo, wo wir gestartet sind. Und ja, das lassen wir uns heute noch schmecken. Das ist unser letztes. Da müssen wir jetzt neu einkaufen, müssen unseren Vorrat wieder ein bisschen aufstocken. Wasser müssen wir jetzt nicht gleich besorgen. Wir haben zum Glück noch ein bisschen was. Ist nicht so wie die letzten Tage, wo wir gleich morgens loseilen mussten und Wasser besorgen zu dem nächsten Friedhof. Nee, heute haben wir noch ein bisschen Vorrat. Heute geht es. Heute wird es wieder schön angenehm sonnig. Das heißt, wir können unsere Powerbanks wieder gut laden. Und ja, dann werden wir wieder mit unserem Gepäck losfahren. So sieht das Ganze im Ganzen aus. Noch ein bisschen wüst. Nachher wieder aufgeräumt. Ja, meine Mausi ist fleißig am Arbeiten. Ja, und das Wetter ist Bombe. So, hier haben wir, wie gesagt, da ganz, ganz, ganz weit hinten, da wo ihr die Waldkante seht, da ist der Truppenübungsplatz. Auf der anderen Seite des Feldes. Und da hat es die Nacht natürlich super gedonnert und gewittert. Oh, die haben da wieder Steuergelder verschossen. Das hätte da mal hören sollen. Als wenn Unwetter ist hier. Also wirklich Granaten fliegen und Schusswaffengebrauch und also wirklich Wahnsinn, was hier los war. War schon ziemlich laut, aber ich konnte trotzdem gut schlafen, weil ich war müde. Wir haben beide ein bisschen Muskelkater, aber jetzt wird erstmal gefrühstückt und dann starten wir in den Tag. Jetzt ist es ungefähr 8 Uhr und langsam wird es auch ein bisschen wärmer. Die Sonne gibt ein bisschen Kraft. Und ja, dann starten wir heute Richtung Hamburg in die weitere Richtung. Das ist erstmal so das Hauptziel, so Richtung Hamburg. Ob wir direkt Hamburg fahren, weiß ich nicht. Aber das ist erstmal so die Richtung. Mal gucken, wie wir heute kommen. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Also macht's gut. Bis bald.